Hallöchen ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wundert euch nicht, warum ich hier gerade in meinem Bett chille und nicht richtig vor meiner Kamera sitze. Aber keine Ahnung, ich mag das irgendwie so zu filmen, weil ich weiß nicht, irgendwie ist das so, ich sitze oder liege chillig und ich weiß nicht, ich finde das ist irgendwie entspannender, so als wenn ich mich jetzt gerade vor die Kamera setze und anfange zu reden, so. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein bisschen angespannt, finde ich. Also für mich. Und deswegen dachte ich mir, dass ich jetzt mal so ein Video wieder mache. Und ich habe euch etwas zu erzählen. Denn es wird sich was ändern. Ja, wie einige schon auf Snapchat mitbekommen haben, bin ich momentan im Umzugsstress, also für mich ist das auf jeden Fall schon stressig, weil ich das gar nicht kenne. So, also ich bin noch nie umgezogen, doch schon früher, aber ich habe davon gar nichts mitbekommen. Und jetzt bin ich halt auch älter geworden und packe auch selber mal mit an und kümmere mich um mein eigenes Zimmer. Und nein, ich werde nicht alleine irgendwo hinziehen, also ich habe das Thema schon mal angesprochen, dass ich schon umziehen will, alleine. Aber ich will es dieses Jahr noch nicht machen. Ich muss gucken, weil es kostet ja auch alles sehr viel Geld. Und das Ding ist, ich muss da nicht nur meine Miete bezahlen und Strom, sondern ich muss ja so viele Sachen noch bezahlen. Handyrechnung. Dann habe ich noch andere Rechnungen, die ich jeden Monat abbezahlen muss. Meine Krankenkasse, so. Das muss ich alles selber zahlen. Und deswegen habe ich Angst, also ich muss mich nicht da reinzwängen, wenn ich selber noch nicht genau weiß, ob es jetzt mit dem Geld passt oder ob es jetzt nicht passt, weil das kann ich nicht hundertprozentig sagen, ob es passt, weil ich im Monat sehr viel bezahlen muss. Wenn ich jetzt insgesamt rechne, ist das schon übelst viel Geld und deswegen möchte ich für mich noch gerne sparen. Damit ich auch ganz genau weiß, hundertprozentig, dass ich meine Sachen abbezahlen kann. Weil da möchte ich mir auch zu hundertprozentig sicher sein, denn ich möchte natürlich nicht irgendwelche Schulden haben. Deswegen ist mir das sehr wichtig, dass ich keine Schulden habe und ich dann etwas warte. Und wenn es dann halt ein Jahr ist, ist das auch nicht schlimm. Aber ja, vor allem mir ist das auch wichtig, dass wenn ich alleine in eine Wohnung ziehe, dann möchte ich das natürlich auch super schick und wohnlich haben. Ich will eine tolle Küche haben, ich will ein tolles Wohnzimmer haben, was ja selbstverständlich ist. Man muss sich ja in seine eigenen vier Wänden wohlfühlen. Und wenn ich dazu noch alleine wohne, muss ich auch dieses gewisse, ja, dass ich mich wie zu Hause fühle und nicht so fremd und ne, ich bin alleine. So, dass ich, ja, diese Gemütlichkeit einfach, dass ich gerne zu Hause bin. Und ja, das ist mir auf jeden Fall extrem wichtig. Wir werden auch wieder Schrägen haben, aber diesmal wird das nicht mehr mit diesem komischen Holz sein. Obwohl ich das eigentlich immer ganz gemütlich fand. Ich weiß nicht, es bringt so eine gewisse Gemütlichkeit rein. Aber irgendwie finde ich es auch nicht wirklich schön. Also es ist nicht, also die Farbe gefällt mir jetzt nicht extrem so. Das ist nicht mehr halt modern, ne? Wir wohnen ja auch schon ganz, ganz lange hier. Also das ist ja, weiß ich nicht, ich glaube, wie lange wohnen wir jetzt hier? Ich glaube schon so 15, 16 Jahre. 15 Jahre, ich weiß jetzt nicht genau. Aber ich wohne schon sehr lange hier. Natürlich tut es uns extrem weh, weil wir hängen natürlich an dieser Wohnung, egal ob sie jetzt modern oder altmodisch ist. Das geht gar nicht darum, wie sie aussieht. Klar hat man gerne was Modernes oder was Schöneres. Aber erstens, man hat nicht immer das Geld dafür. Also meine Eltern hatten nicht immer das Geld dafür. Was jetzt auch renovieren oder was weiß ich, Möbel angeht. So. Meine Eltern haben mir immer meine Möbel gekauft. So. Und jetzt kann ich endlich mal sagen, hey, ich kann euch helfen, ich kann auch was bezahlen. Mein Zimmer jetzt ist ja weiß, aber halt mit lila, also ich habe ja so einen lilanen Strich an meiner Wand, Streifen, Strich. Und Teppich ist auch lila, also ich habe ja Laminat, aber habe dann so einen Teppich.
Ich verlinke euch mal meine alte Roomtour auf jeden Fall am Ende des Videos. Da könnt ihr sehen, wie das aussieht oder wie es aussah, weil jetzt ist gerade totales Chaos hier. Ja, wie gesagt, ich wollte das alles immer ein bisschen so lila-weiß halten. Ich finde, das ist auch eigentlich sehr schön. Mag ich auch immer noch. Ist auch immer noch so mein Geschmack. Aber ich dachte mir einfach, dass ich jetzt was anderes wollte. Und diesmal dachte ich mir, ich will mal was anderes haben. Also diesmal wird es weiß mit grau-silber so. Also Silber in dem Sinne von, wie soll ich das erklären? Also meine Wände werden auf jeden Fall so hellgrau. Dann habe ich so eine schräge, das ist dann nochmal wie so eine ganze Wand. Also kann ich jetzt schlecht beschreiben. Die wird, also die bleibt ganz weiß. Und an einer Wand ist dann, ja, kommt dann eine Tapete hin, die ist so, ich würde euch gerne ein Bild zeigen, aber ich kann euch das leider jetzt nicht zeigen. Also ist weiß, sieht ein bisschen aus wie so eine Steinoptik-Tapete, aber nicht so krass. Also ich kann es jetzt nicht beschreiben genau. Und dann sind da halt so silberne Details dran. Aber es sieht richtig gut aus. Und wie gesagt, ich habe mir auch ein neues Bett bestellt. Oh mein Gott, das Bett ist so geil. Und diesmal ist es nicht so eins, sondern diesmal wollte ich ein Boxspringbett. Und das ist auch größer. Also mein Bett ist jetzt 1,40 mal 2 Meter. Und das neue ist 1,80 mal 2 Meter. Also sind also 40 cm größer. Vom Kopf her denkt man sich so, ist doch nichts. Aber glaubt mir, Leute, es ist auf jeden Fall größer, wenn man das sieht. Und ich habe mir jetzt auch schon Deko geholt. Also was ich alles in meinem Zimmer aufhängen will oder hinstellen will. Ich habe mir neue Lampen geholt. Und oh, das wird so schön aussehen. Und ich freue mich extrem. Und ich habe auch schon den Boden ausgesucht. Und der Boden wird diesmal... Also erstmal wollte ich Laminat haben, aber ich habe mich dann für so ein... Vinylboden, PVC ist so ein Teppichboden, also sieht aus wie ein Laminatboden, aber ist halt einfach so, also kann man so hinlegen wie ein Teppich und sich zurechtschneiden und ist auf jeden Fall vom Material her weich, nicht so wie jetzt ein Laminat, dass das so hart ist, sondern weich und das finde ich auch sehr gut. Wir sind hier gerade am Arbeiten und am Abräumen, deswegen stört euch nicht an dieses Klopfen. Ich freue mich auch. Es ist auf jeden Fall sehr neu für mich, weil ich immer in diesem Zimmer hier gewohnt habe. Ja, es ist auf jeden Fall krass, einfach nicht mehr hier zu sein, so, sondern in einem anderen Zimmer, was komplett anders dekoriert und ganz andere Möbel und der Boden ist anders und die Decke und... okay, die Decke, die Wände meine ich. Ja, aber es wird wirklich schön. Also ich habe mir das so richtig in meinem Kopf so vorgestellt, so wie könnte das aussehen. Und so habe ich mich dann so ein bisschen in meinem Kopf inspirieren lassen, wie könnte das passen, was würde gut aussehen. Und ja, ich werde auf jeden Fall viele Sachen nicht mitnehmen. Also ich werde meinen Fernseher mitnehmen, das, meine PlayStation auch. Dann kommt mein Schrank mit, den ich neu habe. Und was ich... Ja, und mein Schminktisch. Das ist ja so ein silberner Glitzer-Schminktisch. Und dazu habe ich mir passend jetzt so, so einen Nachttisch geholt. Und das wird auf jeden Fall so süß aussehen. Ja, mein Bett kommt weg. Der Tisch hier kommt weg. Dann auch so eine Kommode. Diese 2x2 oder was ist das da von Ikea? Diese... viereckigen Regaldinger da. Ihr wisst schon, was ich meine. Guckt einfach mein altes Video an. Ja, ansonsten nehme ich hiervon nichts mit. Also der Rest kommt weg, Teppich kommt weg, den nehme ich leider auch nicht mehr mit. Also ich nehme die schon mit. Also das bewahre ich natürlich alles auf, das schmeiße ich nicht weg. Mal gucken, vielleicht finde ich jemand, der das gebrauchen kann. Oder ich nehme es einfach so lange mit. Kann es dann so lange irgendwie auf den Dachboden stellen oder so. Und dann, wenn ich ausziehe, kann man das ja immer gebrauchen. Ich finde so Teppich oder Regale, das kann man einfach immer gebrauchen. Es ist weiß und deswegen finde ich, vielleicht kann man da noch irgendwas Cooles mitmachen. Deswegen, ja.
ich bin ehrlich, hier habe ich mich jetzt nicht so krass wohl gefühlt. So. Alle haben immer gesagt, hä, voll das schöne Zimmer. Aber ich bin nie so zufrieden gewesen. Und diesmal kann ich mir das genauso machen, wie ich das immer schon haben wollte. Aber es heißt immer schon. Aber so perfekt, so wo ich sagen kann, okay, alles passt gerade. Die Wände passen, der Boden passt, die Möbel passen, das Bett passt vor allem. Oh Gott, Leute, das Bett. Ich habe so viele Kissen geholt. Das ist nicht normal. Oh, das wird aber sehr gemütlich. Ja, und natürlich will ich das auch als Inspiration mit euch teilen. Vielleicht, also es ist ja gerade so mit diesem Silber, also viele finden das ja auch schön. Und ja, so dass ihr vielleicht euch auch inspirieren lassen könnt, weil ich gucke selber sehr gerne YouTube-Videos von Roomtours, damit ich mich einfach selber inspirieren kann. Und ich habe mich auch schon an ein paar Sachen inspiriert. Ja. Aber ansonsten war das eigentlich jetzt so ein bisschen in meinem Kopf, so was in meinem Kopf herumgeschwirrt hat. So, ich wollte es erst so ein bisschen beige machen, aber irgendwie hatte ich jetzt das Bett und das Bett ist halt so dunkelgrau. Und ich dachte so, nee, das passt dann irgendwie nicht mehr. Keine Ahnung, ich muss das immer perfekt abgestimmt haben. Ich kann das nicht haben, wenn das so bunt ist. Ja, deswegen ist der Boden auch etwas gräulich-braun. So braun, damit das halt ein bisschen wärmer ist und nicht so kalt. Und ja, ich freue mich. Gut, Leute, ich hoffe, das war jetzt etwas spannend für euch. Und ja, wie gesagt, meine Frage an euch, wollt ihr mehr darüber wissen, dann, wie gesagt, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen ganz, ganz, ganz schönen Samstag. Und ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Ich habe euch ganz lieb. Tschüss.